Moin, wir sind Philipp und Sergej, die Gründer von Cycle Roasters. Wir sind eine junge Rösterei hier aus Lübeck und rösten Spezialitätenkaffee für Lübeck und wollen unser Wissen an den Mann bringen hier in Lübeck. An den Mann und an die Frau natürlich. In der Fleischhauer in Innenstadt haben wir noch einen kleinen Verkaufsladen, wo wir Kaffee to go anbieten, verschiedene Kuchen anbieten, machen Beratungen über die diversen Espresso-Sorten, Filterkaffeesorten, erzählen den Leuten, warum es geht, wie die den Kaffee zu Hause zubereiten können. Was uns bei den Cycle Roasters so besonders macht, ist zum einen die Qualität des Kaffees, aber eben auch ganz besonders, also das ist schon im Namen Cycle, der Zyklus. Und damit wollen wir eben einfach den Erntezyklus widerspiegeln, den Produktzyklus, aber auch vor allen Dingen, also dass wir nicht nur einfach eine Tüte Kaffee verkaufen und sagen, hier, nimm mit, schmeckt lecker, sondern eben sagen können, wer hat es gemacht, warum wurde es so gemacht und warum schmeckt es so, wie es schmeckt. Und dann zum Produktzyklus eben noch zu kommen, dass wir dir nicht nur die Tüte Kaffee verkaufen, sondern auch das Know-how, wie du damit umgehen musst. Und das machen wir im Laden, in der Beratung und aber eben auch hier in der Rösterei, ganz wichtig, in der Kaffeeschule. Kaffee ist für uns Passion und das ist ganz wichtig, dass wir unsere Passion hier auch ausleben können und vor allen Dingen die Leute daran teilhaben lassen können. Das ist mega wichtig, finde ich, weil sonst ist es nur ein weiteres Produkt. Aber wir verkaufen eben auch zum Großteil unsere Passion. Bei uns in der Firma kümmere ich mich meistens halt im Verkauf im Laden, Beratung im Laden, Verkauf von Cafés und Getränken und außerhalb versuche ich meistens immer was für Social Media zu machen, Instagram, Facebook, Online-Shop, diese Geschichten. Ja, ich bin bei uns zuständig fürs Rösten, also für den Grünkaffee-Einkauf. Ich bin auch immer viel im Ursprung unterwegs, also es ist immer ein Balanceakt. Das heißt, also dort die Netzwerke, die ich bereits habe, zu pflegen und hier die Rösterei des Tagesgeschäfts zu leiten, also das Rösten, das Verpacken, die Sachen rausschicken an Großkunden, kleine Kunden, den Online-Shop. Den Rest machen wir eigentlich immer ganz schön zusammen, also die Planung fürs Unternehmen, wo geht die Reise hin. Das ist eben ganz cool, das zusammen zu machen und gemeinsam an einer Idee zu feilen, die über das hinausgeht, was wir eben schon machen. Ja, für die Zukunft möchten wir uns also hier am Wirtschaftsstandort Lübeck einfach noch mehr etablieren. Also nicht nur Lübeck, natürlich auch für die Region Ostholstein, Schleswig-Holstein und auch einfach überregional wachsen. Also es geht uns darum, dass wir ein tolles Team aufbauen, welches uns entlastet auf eine Art, damit wir immer weiter an der Zukunft für die Firma arbeiten können, mit dem wir aber auch also gemeinsam die Zukunft gestalten können.